Oh, willkommen zurück zu Let's Play Star Wars The Old Republic. Hier ist Chaos Sonic X81 und Keanu! Hallo Raffi, hallo. sind wieder da und machen jetzt noch die restlichen Heldenboss-2-Quests, die mir letztes Mal nicht erledigen konnte, weil es von der Zeit her nicht mehr ausging. Und Ruffy hat einen Roboter. Ja. Tank-Dingens. Frag mich doch, wo er denn hat. Von Kartellmarkt gekauft. Ach, hast du jetzt doch was gekauft? Ja. Mich würde ja hier dieses Goldpaket interessieren. Dann hol's dir. Naja, irgendwann mal. So, dann machen wir mal Widerstandssympathisanten. Zack. Und schauen, wie es da weitergeht. Vielleicht finden wir auch zwischenzeitlich einen neuen Flashpoint, den wir irgendwann mal machen können, wo wir uns vormerken dürfen, wo der ist. Da geht's lang. Ach ja, ist schon wieder ein paar Tägchen her, dass wir gespielt haben und wir freuen uns immer wieder drauf. Und dann wollen wir mal gucken. Besiege die wieder. Boah, 0 von 35. Alter, Zerstörerkommunikation. Ach, das Zerstörerkommunikationstürme. Das ist das Special-Ding. Okay. Jetzt fehlt nur noch Chaos, ein besonderer Geleiter. Er hat ja noch den Standard. Da kriegen wir auch irgendwann hin. Bin ich mir sicher. Stimmt. So, gib mir Credits. Und in der Gildenbank ist mittlerweile über 200.000 Credits wieder vorhanden. Da habe ich noch mal einiges von meinem Geld reingehauen. Ach, die Blitze treffen noch. Ich habe den nicht versetzt. Okay, gut. Wenigstens mache ich mal eine Sache richtig. Das bin ich nicht von mir gewohnt. Raffi, du hast den ganzen Tag Star Wars gespielt auf deinem privaten Charakter. Ja. Was hast du da so alles gemacht? Dinge. Wow, cool. Nein, ich habe Revolver Elden gemacht. Ach so. Und wie ist die Story so? Och ja. Nicht so spektakulär. Okay, dann können wir die uns ja sparen. Ja. Los, Chaos, dein Job! Jetzt, dann bin ich einmal nicht da, dann macht ihr wieder so einen Scheiß. Das wird auch ein Running Gag, ey. Immer wenn ich nicht da bin, verlieren sie. Ich war überlegen, was wir machen, wenn die dunkle Seite verliert oder wenn die helle Seite verliert, was wir machen könnten. Oh, hier, ich hab was gefunden. Dann aktivieren wir mal. Bums, das hat für euch gezählt? Ja, Ja, hat sogar es. ein Bonus. Ja, das ist der Bonus. Wir müssen diese Türme zerstören. Ich dachte, das wäre nur die Gegner zu töten. Nein. Die Gegner töten, das ist das Hauptziel. Was Ach denn so. General? Ich bin schon dran gewohnt, dass Gegner töten Bonusse sind. Ja, irgendwie schon, ne? Oh, der zweite ist auch weg. Sehr gut. Ein paar Mal können wir ja noch so einfach Gegner random töten. Irgendwann müssen wir aufpassen, dass wir es nicht mehr tun. Ich gehe davon aus, dass wir noch sehr viele Parts hier mit dieser Klasse verbringen werden. Wir können ja mal versuchen, vorherzusagen, wie viele Parts wir bräuchten. Also ich sage, wir sind mindestens bei 170 am Ende. Mehr. Was? Ich sagte ja mindestens 170. Wer bietet mindestens mehr? Mindestens mehr, ja gut, okay. Beziehungsweise, was schätzt ihr so? Schätze so um die 180 plus. Ja, kommt hin.
Wir sollten langsam mal mit den Gegnern aufpassen. Und uns jetzt erstmal um den Bonus kümmern, wenn wir mal wieder so einen Turm finden würden. Da hinten die eventuell. Aber wir brauchen noch 4, da sind 3. Wenn die überhaupt funktionieren. Irgendwelche Gegner meinen mich gerade wohl angreifen zu müssen. Wow. Richtig im Battle, ey. Ich gehe einfach mal weiter. Da vorne sein. Ja, hier wo ich bin, ist auch ein. Dann folge ich euch erstmal in eure Nähe. So, macht mal. Gut. Dann hier lang. Ich weiß nicht, was Raffi genau macht, aber der steht mir gleich weg. Ich habe einen ganzen Mob hinter mir gehabt. Oder immer noch. Moment, das haben wir gleich. Mein Gefährte nimmt gegen sie alle auf, sehr schön. Der wird auch bald tot sein. Egal, weitermachen. So, Ruffy ist geheilt. Dankeschön. So, jetzt fehlen uns noch 2. Einer steht hier noch irgendwo. Da. Da ist er. Mein Gefährte ist schon dran. Den mache ich mal eben. Gut. So, jetzt fehlt uns nur noch einer. Wo ist der? Ich schätze mal da. Da ist er. Genau. Gut, dann macht den Ruffy. Und dann können wir ja die restlichen verprügeln. Die restlichen Loser. Ich habe mir auch mal so ein LP von der hellen Seite angesehen. Und wenn ich das so vergleiche, hell und dunkel, wir Dunklen können viel eher das machen, was wir wollen. Die Helden müssen immer brav sein. Ja und Amen und Danke sagen. Wir haben schon hier Mobs hinter uns her. Guck. Wir wollen gar nicht. Ja, hier, die kommen alle hinter mir her. Da. Wow. Und es kommen immer noch mehr und mehr und mehr. Richtig abziehen. Alter, ich bin mich nur noch am Insta heilen, ey. Einfach gerade. Komm. Na. So, ich hab dich mal kurz zurückgeholt. War doch gar nicht so schwer. Oh, da ist noch einer. Ach, da kannst du von hinten anschleichen und noch mehr. Schaden am Rechen. Oh, wir müssen Tao Bai Bai besiegen. Besiege General Tao. Was macht Dragon Ball hier? Wenn ich das nur wüsste. So. Dein Gefährte, der vergammelt irgendwo. Ach jo. Wo ist der denn? Egal, ruft eurer, der ist weg. Moment. mach ich gleich. So, komm her. Zack. Ach, da ist er. Da ist er, der Tao, bye bye. Hat zwar bei Dragon Ball nicht so geklappt, dass der jetzt hier versucht, seinen Chaos zu verstiften. Ah, kann ich? Darf ich? So, jetzt habe ich ein bisschen paralysiert. Toll! Und in dem Moment werde ich natürlich geschockfrostet. Ist ja logisch.
Und das war's auch schon. So, was haben wir in der Box? Wir haben da... Oder ich habe da was Brauchbares. Ich weiß es nicht. Das sieht nicht so aus. Ich das einfach mal mit. So, dann noch den Loot. Die Leute, die es jetzt gerade hier sehen, ich habe mein Inventar auch wieder ein bisschen erweitert. Das war so sehr gut. In letzter Zeit habe ich mir entschieden, ich werde ein, zwei Slots noch hinzufügen. Zudem hat Chaos ein Badass-Helm bekommen. Ach, das hast du vorher auch bekommen? Also ich jetzt erst. Es war noch eben noch die Lootbox drin, ich hatte so viel Sachen, dass ich die nicht öffnen konnte. Gut, dann machen wir mal die letzte. Von meiner Perspektive sieht es aus, als ob Ruffy Chaos auf den Hintern schaut. Ganz einfach nicht lassen, ne? Ne. Eigentlich ist das Chaos-Job, weil er ist der Männliche bei uns in der Gruppe. So. Siege die Widerstandstruppen. 3 von 25. Wir müssen aufpassen, dass wir die Verteidigungsstellungen, also diese Kanonen, nicht kaputt machen. So. Der ist ja immer noch nicht tot. Jetzt Gott. So, noch 10 von denen, dann können wir die Kanonen platt machen. Beziehungsweise 9 von denen. Alter, was sind die vielen Sachen rumliegen? Da kann ich nicht blitzen. Nein! Na. Wow, wir haben so Glück gehabt. Die letzte Kanone, die darf nicht beschädigt werden. Was? Hä? Irgendwas ist gerade so passiert. Ah, der Bonus ist noch vorhanden. Oh, Glück, ey. Bei sowas habe ich immer Schiss. Meine Güte. Jagt mir doch keine solche Angst ein. Wieso wie? Ich sagte, jagt mir doch keine solche Angst ein. Oh. Ja, und wieso wir? Weil einer von euch die letzte Kanone kaputt gemacht hat und ich dachte, dass wenn die Kanonen kaputt gehen, uns der Bonus weggeht. Warum nicht die anderen? Warum immer wir? Weil die anderen die Kanonen nicht kaputt machen können. Wieso denn nicht? Die sind doch genauso stark. Die anderen Leute. Die sind aber verbündet. Weißt du das? Wo steht ja. Das? Rote Namen. Echt? Das kann auch Ketchup-Rot sein. Ich sehe nur rote Namen. Das kann auch Ketchup-Rot sein. Oder Ketchup kann auch, ist rot. Es kann auch Blutrot sein. Ketchup ist rot und Blut ist auch rot. Es kann auch Purpelrot sein. Es kann auch... Purpurrot. Du bist genauso Purpurrot. Kirschrot. Es kann auch ein ganz anderes Rot sein, das ich gerade nicht einfalle. Nicht einfällt, meine ich. Ich glaube, ich habe ein bisschen bewusst noch eine Bonus-Mission gemacht, einen Taktiker töten. Ich hatte keine solche Nebenmission. Weiß auch nicht, so bei mir stand etwas davon. Zack, jetzt kann ich aber endlich meine Ausrüstung anlegen, die wir aus diesem Flashpoint bekommen haben. Denn ich bin jetzt Level 48, zang zang.
Moment, wo laufe ich eigentlich hin? Ich bin irgendwie geistesabwesend woanders lang gelaufen. Okay, meinetwegen, kann man ja auch mal machen. Kannst du erst bei To-Do-Liste abstreichen? Gegenwärtig geistes. Gegenwärtig irgendwo langlaufen oder was? Ja, genau. Boah, wenn einem irgendein Wort nicht einfällt, ey. Und man dann aus Panik ein Wort erfindet, ne? Ja, kenne ich. kenne ich auch zu gut. Kommen wir irgendwie dahin, ohne zu kämpfen? Ja, tun wir. Hier ist es nämlich schon. Halt! Wartet bitte! Wir brauchen diesen Generator. Wenn er ihn zerstört, werden wir alle sterben. I don't care. Wenn ich mir diesen Planeten ansehe, dann seid ihr tot, vielleicht wirklich besser dran. Bitte, ich verlang nicht viel. Mein Name ist Min. Mein Dorf wurde im Krieg zerstört. Die wenigen von uns, die überlebt haben, fanden hier eine Zuflucht. Bitte, falls du es nicht weißt, wir sind Sith, wir freuen uns daran. Wir haben etwas getan. Wir haben nur eine Unterkunft gebraucht, da wir sonst nirgends hingehen können. Du bekommst eine Chance vielleicht. Fett meine Sklavin. Selbst wenn ihr nicht zum Widerstand gehört, so habt ihr von ihm profitiert. Ja, sie haben uns geholfen und wenn schon. Seit wann ist Nächstenliebe ein Verbrechen? Ich flehe euch. Bei Sifs ja. Ohne Energie können wir nicht überleben. Und wir Raffi hat 101 Dalmatiner. Könnt ihr den Generator nicht intakt Echt? Lassen? Oh, jo. Tretet zur Seite, wenn ihr nicht zusammen mit ihm vernichtet werden wollt. Mein Roboter wieder geguckt hat, ey. Das war alles. Die Interessen des Imperiums machen dank eurer Hilfe deutliche Fortschritte. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. War mir eine Freude. So, dann kann ich gleich wieder Sachen verhökern. Die ich nicht mehr brauche. Dann können wir ja jetzt wieder an den anderen Missionen teilhaben. Einmal haben wir unsere Story und dann haben wir noch die Planetenquest. Und ich habe wieder mal ein neues Lichtschwert, das ich benutzen kann. Sehr schön. Vergiss aber nicht, Lichtschwertkristalle auszutauschen. Ja, dann müsste ich das mal kurz machen. Ging das nochmal? Ich hab's vergessen. Du gehst auf das Lichtschwert, das du ausrüsten willst und machst, glaube ich, STRG und Rechtsklick. Dann kannst du den Lichtschwertkristall von einem Lichtschwert rausnehmen und auf die Art und Weise auch in ein anderes wieder reinhauen. Ja, kostet zwar ein bisschen was, aber egal. Egal. So, jetzt ist es drin. Dann drück mal Y und zeige uns deine neuen Sachen. Yay. Ich finde dieses Gelb-Blau, das sieht irgendwie episch aus. Es hat irgendwie was. Wenn Na gut. So guckst, sieht das aus wie das wie die Finnland-Flagge. Jetzt, wo du es sagst? Chaos Sonic ist eigentlich Finne. Ja, wirklich. Du Finne, ey. Was lügst du uns an von wegen Schweizer? Du bist Finne, ey. Okay. So, Chaos, dann sag mal, wo es lang geht. Ich hätte noch eine Waffe für... Wenn das ein Blast ist, dann müsste das eigentlich eine Waffe für... Das Blastergewehr ist das eine, die Fette benutzen kann. Ja, Fette nutzt Blaster. Ja, dann müsste ich sie schnell kurz holen, weil ich hätte eine Waffe für sie. Kommt nur darauf an, ob die Waffe besser ist. Das kann man ja auch nachgucken. Ja.
Ich hab hier das Loot vergessen mitzunehmen. Wie kommt denn das? Das sieht nicht so aus, dass die ausrüsten kann. Die kann nur zwei Blastpistolen nehmen. Hm. Muss ich das wahrscheinlich in den Kartellmarkt mal schmeißen? Vielleicht will das jemand. Vielleicht. So, jetzt ist die Frage. Was wollen wir zuerst? Die Haupt? Ja, deine Story ist doch klar. Das wäre gerade der Verdacht, oder? Müsstest du uns sagen, wo es hingeht, und vielleicht können wir uns da ja sogar per Schnellreise hin teleportieren. Okay. Markanisches Flachland. Ich glaube nicht, dass man dorthin warten kann. Und Zine, was? Das Gebiet haben, das haben wir noch gar nicht entdeckt. Dann. Und dann zu meinem Taxi teleportieren, wo der Taxi ist, und dann von da aus dann reisen. Ja, ja, dann würde ich sagen, gehen wir nach Sobrik. Da ist doch ein Taxi-Stand, oder? Ja, musste. Ja, dann teleportieren wir uns nach Sobrik. Dann fahren wir dann dort aus mit dem Taxi. The Taxi. Ich glaube, wir sind ein bisschen hardcore drauf. Das LP, was ich gesehen habe, da war der am Ende Level 50 und wir sind jetzt zwischen 46 und 48. Oha. Also okay, wo steht? Ach, da. Ja, da hat er wahrscheinlich keine Flashpoints gemacht, derjenige. Oder andere Heldensachen. Wir werden dementsprechend wahrscheinlich sehr OP sein am Ende. So, jetzt. Wie? Ja, cool. Danke, dass es mir nicht anzeigt, das Spiel, wo ich hin muss. Oh. Da musst du auf der Karte mal eben gucken, wo das ist, und dir es dann merken. Jetzt ist es auf. Hä? Hm? Also, jetzt verstehe ich dich. Jetzt ist es auf einmal gar nicht mehr da. Markierung. Okay, ich glaube, das Spiel will, dass wir laufen, habe ich das Gefühl. Das ist auch direkt hier in der Nähe, deswegen sagt er ja nicht an. Gut, dann laufen wir halt mit dem Gefährt. Das war sogar richtig, dass wir nach Sobrik teleportieren müssen. Weil es ist genau hier. Das da. Das hier. Ja, Sith-Krieg-Phase. Das hier. Sir, es tut mir leid. So ein Fail. Ich habe getan, was ich konnte. Wenn das alles war, was ihr konntet, Corporal, dann habe ich keine Verwendung für euch und kann euch guten Gewissens erschießen. Nein, Sir. Dann konzentriert euch, Jillens. Wegtreten. Der hört sich überhaupt nicht bedrohlich an. Entschuldigt die Verzögerung. Ich bin Lieutenant. Oh, der Helm, ey. Ich bin euer Verbindungsmann hier auf Balmora. Hey, Vicky, ey. Welche Begegnung? Das Vergnügen ist ganz meinerseits. Lord Baras wird euch persönlich instruieren. Aber ich soll euch zuerst mit der allgemeinen Lage hier auf Balmora vertraut machen. Aber sicher, nur zu. Das Imperium hat zwar im Krieg der Republik die Kontrolle über Balmora entrissen, aber wir haben sie nie ganz vertreiben können. Es gibt eine ziemlich große Widerstandsbewegung. Niemand will es zugeben, aber sie wird offensichtlich von der Republik unterstützt. Die Republik darf nicht toleriert werden. Ganz meine Meinung. Es ist mein Traum, unseren Feind besiegt zu sehen. Ich habe eine sichere Verbindung mit Lord Baras. Ich stelle ihn sofort durch. Ah, wie ich sehe, habt ihr meinen Schüler getroffen. Sehr gut, Lieutenant. Geht jetzt. Quinn verdankt mir seine Karriere. Aber die Einzelheiten deiner Mission bleiben besser unter uns. Wir müssen schnell handeln. Nomen Kars Padawan hat die Aufmerksamkeit der Jedi auf meinen Geheimagenten in Balmora gelenkt. Du erinnerst dich? Natürlich. Ich vergesse nie etwas. Gut, dann komme ich jetzt zum Wesentlichen. Mein Spion ist Commander Ryron vom republikanischen Widerstand. Er dient als zentrale Anlaufstelle für alle Agenten in diesem Sektor. Leider wird Quinn von einer Ermittlerin überwacht, die Jedi entsandt haben.
Das bedeutet, wir müssen deine Spuren verdecken, bis du Ryland tötest. Zuerst musst du alle Beweise dafür vernichten, dass Rylon während des Krieges Balmoras Verteidigungssysteme sind. Dazu musst du ihn was denn jetzt? Was ein Glitch. Laut Quinn ist er eine wahre Todesfalle voller mechanischer Sicherheitsvorrichtungen. Gibt es spezielle Anforderungen? Quinn hat alles, was du brauchst. Ich rufe ihn her. Und denk daran, die Hintergründe deines Auftrags gehen ihn nichts an. Ich melde mich wieder. Mein Sith Lord, ich habe alles vorbereitet, was ihr für euren Angriff auf den Satellitenkontrollturm benötigt. Bringt einen Sprengsatz an der Basis des Hauptcomputers an und zündet ihn. Danach kontaktiert mich und ich lasse ihn detonieren. Was für ein Glitch meinst du? Der Umhang von Chaos. Als sich das bewegt hat, so nach links und rechts. Da ist der Umhang stehen geblieben und der lief weiter, aber der Umhang ist immer noch in der Selbststelle stehen geblieben. Und der bewegt sich und der Umhang bleibt immer stehen. Sah komisch aus. Bei mir war alles in Ordnung. Ich habe da sowas nicht gesehen. Schade, das war nicht. Ja, der Umhang hat auch mal seinen eigenen Willen. Er ist einfach stehen geblieben. Er sagte so, nee, ich bleib jetzt hier auf der Stelle. Ich bewege mich jetzt nicht. Hä? Gleich nebenan. Was ist er denn hier? Ach so, das ist der von der Planetenquest. Handy! Ich habe gehört, dass Captain Rigel jemanden zu mir geschickt hat. Er freut, euch kennenzulernen. Der Kampf um Balmora kann nur mit Blut, Schweiß und Tränen gewonnen werden. Unser Schweiß, ihr Blut und ihre Tränen. Die Exilregierung, der Widerstand, allesamt Feiglinge. Wir werden sie in ihren Verstecken begraben. Was soll ich tun? Die alte Regierung sendet Generatoren an den Widerstand, um deren Artillerie mit Energie zu versorgen. Der Widerstand hat Balmoras übelste Mörder für ein bisschen Wachdienst als Gegenleistung begnadigt. Phase 1 von Operation Umschwung ist die Zerstörung dieser Generatoren und die Eliminierung der Mörder. Seid ihr dabei? Einen Moment habe ich. Nehmt euch die Zeit und lasst den Tod herabregnen. Die Generatoren befinden sich im Nibray-Lagerhaus. Wenn ihr sie in Stücke sprengen könnt, zeigt ihr damit dem balmoranischen Widerstand, dass es mehr braucht als kaltblütige Mörder, um das Imperium aufzuhalten. Boah, böse. Level up. Yay, cool. So, ich wollte eigentlich gesagt haben, dass wir erst Ruffy und meine Story noch mal einmal kurz annehmen und danach mal die Planetenquest versuchen zu beenden. So. Flup. In einer der Gefahrenkammern befindet sich etwas von großem Wert. In derjenigen, die aufgesprengt wurde. Ich habe gehört, dass ihr Hilfe gebrauchen könnt. Ah, wer ist dieser Sith? Und dann noch jemand von auswärts. Es ist mir ein Vergnügen. Ich habe nämlich einen Sohn auf Korriban. Hier herrschen schlimme Zustände. Wir müssen Blaster mit Klebeband reparieren. Aber wir können euch helfen, so gut wir können. Mal sehen. Eine aufgesprengte Kammer. Ja. Captain, haben wir nicht noch diese Pumpen? Sir, wenn das die Kammer ist, an die ich denke, wird es nicht so einfach sein. Allein schon die Dämpfe haben manch einen in die Krankenstation gebracht. Gibt es eine Alternative, mit der wir arbeiten können? Wir müssen diese Grube irgendwie weniger tödlich machen. Sagt Captain, gibt es denn nichts, was diesen Giftmüll überleben kann? Naja, Sir, es wächst dort nichts. Aber da wären noch die Kolikoiden. Kolikoiden? Was wollen denn Rieseninsekten mit giftigen Abfällen? Fressen, Sir. Unsere Aufklärungssatelliten haben festgestellt, dass sie sich von Giftmüll ernähren. Wir haben den Verdacht, sie sind erschaffen worden, um das Zeug zu verwerten. Warum sollten sie dazu da sein, Abfälle zu fressen? Das ist allerdings eine seltsame Vorstellung. Captain? Man kann da nur raten. Vielleicht war die Resistenz gegen Giftmüll nur eine Nebenwirkung. Oder die balmoranischen Wissenschaftler waren verrückt. Ich bevorzuge den Ausdruck
andersdenkend. Egal wie man es nennt, möglicherweise ist es genau das, was wir jetzt brauchen. Es muss einen Weg geben, euch die Resistenz der Kolikoiden anzueignen, damit ihr die Kammer betreten könnt. Captain, wo wurden diese Kreaturen erschaffen? Naja, ich weiß nicht genau, aber hier in der Nähe gibt es ein balmoranisches Forschungslabor, das von Kolikoiden überrannt wurde, als die Balmoraner es verließen. Aber die Kolikoiden sind bösartige Biester. Ein einziger von ihnen kann einen ganzen Trupp in Stücke reißen. Und sowas nennt sich Armee? Tut mir leid, Sith. Wir haben zu wenig Leute, um uns mit den Dingern rumzuschlagen. Aber wenn ihr es bis ins Labor schafft, bringen wir euch auch in die Giftgrube. Sir, selbst wenn wir herausfinden, was die Resistenz verursacht, hätten wir doch keinen? Darüber machen wir uns später Sorgen. Jetzt muss unser Sith erstmal ins Labor und herausfinden, was die Balmoraner mit diesen Geschöpfen veranstaltet haben. So. Wie gesagt, machen wir erstmal die Planetenmission komplett und dann passt das. Dann haben wir die schon mal aus der Liste.